Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul für euch. Ich war shoppen bei Notino, bei Busi Shop, bei Amazon, bei DM, bei Rossmann, bei Müller und da zeige ich euch heute einfach mal meine gesammelten Geschichten. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal so ein bisschen hier durchzugehen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wo ich jetzt genau was hier habe, es ist gerade bei Müller, DM und Rossmann immer so ein bisschen miteinander verschmolzen. Da werde ich nur aufgrund der Eigenmarken wahrscheinlich so ein bisschen was herausfinden, weil ich packe mir das immer in eine große Tasche, habt ihr ja auf dem Thumbnail auch gesehen, ne? Und mache dann einfach ein Haul darüber. Ich starte, glaube ich, jetzt erstmal mit den so etwas unbekannteren Geschichten. Ja, das habt ihr, glaube ich, auch eben schon auf dem Titelbild gesehen, ne? Also eine Freundin von mir hat jetzt bald Ende August Geburtstag und da habe ich ein paar Sachen halt bestellt. Das war jetzt vor allem bei Notino. Da wollte ich ihr ein schönes Lächelpaket machen, sage ich mal. Und sie ist auch eine absolute Katzenlady. Und da habe ich hier dieses Hello Kitty 2-in-1 Schauergel und Shampoo gefunden. Ist, glaube ich, eigentlich eher so für Kinder, ne? Aber wie süß ist das bitte? Ich glaube, sie freut sich darüber. Genau, das ist einfach, ne? Es ist süß, es passt und ich glaube, das ist auch ein guter Part von einem Geburtstagsgeschenk. Genauso, also sie steht halt auch wirklich total auf diese sehr niedlichen Sachen. Ich meine, wer tut's nicht? Ne? Und sowas ist halt auch eigentlich was, das kaufst du dir nicht unbedingt selber, das verschenkst du einfach. So ein Duschpuffel zum Beispiel, das ist, glaube ich, von, ja, Mad Beauty. Mad Beauty gibt es auch bei Notino, ne? Das ist so ein Duschpuffel mit, mit Grogu, mit dem Baby Yoda ist es quasi. Fand ich so süß, so süß. Das ist richtig niedlich. Da gibt es auch einen, der ist richtig giftgrün. Das ist, glaube ich, der erwachsene Yoda, ne? Und das in Kombination mit dem dann im Badezimmer zu haben, ist, glaube ich, echt ein Traum. Und wenn man sich dann nach dem Baden, beziehungsweise nach dem Duschen ein bisschen fertig macht, kann man dieses formschöne Stitch-Haarband verwenden. Auch von Mad Beauty. Ja, das ist einfach so ein elastisches Haarband. Ich feiere das so sehr, Leute. Und ich finde sowas auch generell einfach praktisch, ne? Ich habe sowas auch da. Und wenn man das dann mit so niedlichen Öhrchen hat, ist das doch ein Träumchen, Leute. Oder? Ich würde sagen schon. Dann habe ich hier auch noch Tassilo und Madame Poutine. Madame Potpourri? Nein, wie heißt sie? Mrs. Potts, genau. Potpourri vor allem. Mrs. Pot and Chip heißt das auf Englisch. Aha. Das sind Lippenpflegegeschichten. Die sind jetzt durch den Transport etwas durch den Wind gekommen. Ich will die Verpackung aber jetzt auch nicht unbedingt öffnen. Komm, Tassilo, hüpf nach vorne. Zeig dich. Hier haben wir auf jeden Fall dieses Duo. Richtig süß. Und ich weiß, dass solche Disney-LEs oder solche generellen LEs eigentlich immer super schnell ausverkauft sind. Aber sowas findet ihr bei Notino, ne? Und das ist auch wirklich noch relativ lange vorrätig. Manchmal sind die sogar krass runtergesetzt. Ich habe da, glaube ich, mit so einem, jetzt so eine Aktion mit einem 10 oder 15% Code sogar noch shoppen können. Auch passend noch hier von Mad Beauty habe ich Star Wars Mandalorian The Child. Das hier ist eine Haarbürste. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Das ist unglaublich süß. Unglaublich süß. Wirklich. Manche Dinge kauft man auch, glaube ich, eher wegen der Optik. Und die beiden mussten dann natürlich auch noch mit, weil sie genauso wie ich ein Maskenjunkie ist. Disney Stitch von Mad Beauty habe ich hier einmal eine Maske am Start. Das ist diese hier. Und dann auch noch Mandalorian the Child, also von Star Wars, also diese hier, ne? Ich glaube, ich werde sehr schöne Bilder von ihr bekommen, wenn sie das so verwendet. Ich habe auch nachher noch ein paar weitere andere niedliche Sachen aus anderen Shops gefunden. Aber ich muss mich hier erstmal nach und nach durchwühlen. Denn das war auch bei Notino. Da hatte ich, das fand ich ganz interessant. Ich bin ja schon so ein absoluter Fan von dem Delina von Parfüm de Mali. Genau. Und da gibt es wahrscheinlich Nachbarn von bei Notino. Man weiß es nicht. Ich werde es noch ausprobieren. Da mache ich euch ja auch so Shorts, Reels, wie auch immer. Ne? Alvatina Eternal Eau de Parfum. 100 ml sind die halt auch immer drin, ne? Das ist einmal dieses hier. Und das heißt witzigerweise Celina. Mhm. Dann haben wir hier so einen Deckel drauf. Und das ist ja wohl mal riesig. Ich habe den noch nicht aufgemacht. Ich habe eben nur die Plastikverpackung weggemacht. Und ich glaube, allein das ist doch schon süß. Und es ist mir dann auch fast schon egal, wenn das gut riecht, ne? Dann ist es mir egal, ob das jetzt ein Nachbar von irgendwem ist oder nicht. Das fühlt sich hochwertig an. Das sieht schön aus. Ich bin ja auch super angefixt jetzt sowieso aktuell mit diesen ganzen orientalischen Düften oder Duftalternativen, wie auch immer. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt hinstellen soll, denn ich habe da eigentlich noch was drunter verbuddelt. Und dann habe ich hier auch noch von Grandeur Elite das Dakota. Mhm. Und ich bin auch sehr gespannt auf die Haltbarkeit dann entsprechend. Das ist schon fast frech, aufgrund der Optik, sage ich jetzt einfach mal, ne? Aber gut, wenn, also ich sehe es ja auch, ne, Nachbarn, man schaut ja auch, wie andere ihren Garten machen und so, dann kann man halt sich vielleicht auch mal so ein bisschen optisch aneinander orientieren. Da rieche ich jetzt natürlich nichts.
werde ich mit euch zusammen mal testen, ob das so hinhaut, denn ich habe natürlich, ich habe nicht natürlich, sondern ich habe das Original glücklicherweise mal irgendwann durch hier Parfori Adventskalender, da habe ich irgendwelche Duftproben so mit dazu gekriegt. Das heißt, ich habe es im Original da, nicht in der Original-Flakon-Geschichte, nein. Da hole ich mir dann lieber irgendwelche Möbel von oder so und kann das dann halt auch vergleichen, ne? Okay, also nachher haben wir auch noch andere Parfüms, wir haben auch noch andere süße Sachen, aber erstmal habe ich so eine kleine Information für euch, und zwar alle, die ein Aldi Nord in der Umgebung haben, werden sich wahrscheinlich tierisch freuen. P2 ist wieder am Start. Und da habe ich so ein kleines PR-Paket bekommen. Hey Beauty, this one is for you. Also, dass ich quasi die Information euch weitergeben kann. Ab 1.8. findet ihr das Ganze nämlich jetzt auch bei Aldi Nord wieder. Und ja, hier habe ich so ein kleines PR-Paket bekommen. Das ist nur eine kleine Auswahl. Ich werde direkt beim Aldi mal stöbern gehen, was die sonst noch haben. Die Sachen habe ich hier nämlich bekommen. Da habe ich einmal hier so ein Pinzettenduo. Kann man wirklich immer gut gebrauchen. Also, das ist wirklich so ein praktisches Set, ne? Dann habe ich ja auch noch Beauty-Blender mit dabei, eine Wimpernzange, Augenbrauenrasierer. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Die verwende ich ja gerne für Dermaplanning. Dann zwei Nagellacke. Da werde ich wahrscheinlich den roten gleich direkt auf meine Füße geben. Und dann habe ich hier auch noch als Tool mit dabei Abschminkpads. Das finde ich richtig cool. Huch. Und das ist das Set, was ich bekommen habe. Und das werde ich jetzt natürlich eingehend testen. Das heißt, die Wimperzange seht ihr dann mal in Videos, wenn ich mich schminke. Die Pinzetten werde ich zum gewisse Härchen zupfen nehmen. Und den Beauty Blender seht ihr dann auch in Einsatz, ne? Und so weiter und so fort. Ich freue mich darüber. Also vielen Dank, P2. Das ist schon ziemlich cool, ne? Dass sie wieder zurück sind. Ich weiß, noch als ich mit YouTube angefangen habe, war gerade so die Zeit, wo P2 sich quasi aus den Drogerien verabschiedet hat. Ich finde es nach wie vor irgendwie schade und merkwürdig zu gleich. Also ich weiß nach wie vor nicht, warum P2 nicht mehr in die Drogerien gegangen ist, also warum die nicht mehr da sind, denn die hatten echt immer coole Produkte, ne? Naja, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, das eben im Aldi auch zu finden, was ich echt abgefahren finde. Wir sind jetzt kurz nochmal ein Ausflug zum Parfümland. Ich bin da so ein bisschen angefixt aktuell, ne? Das ist verrückt, das war nicht günstig. Das habe ich bei Amazon gekauft. Maison Alhambra, das ist Forbidden Love, ein Eau de Parfum. So schaut es aus. Auch das soll ein Nachbar sein zu einem anderen Parfum, was einem vielleicht den Geldbeutel ja aus der Tasche zieht und ihn in ganz weite Entfernung wirft. Und ja, das habe ich einfach ja, gehört, gesehen, gefunden. Und da sind 80 Milliliter drin. So schaut das aus. Das ist wirklich super, super edel, ne? Also ich weiß nicht, habt ihr Interesse daran, dass ich vielleicht mal so ein komplettes Parfüm-Video mache, wo ich so Sachen, die ich sonst in Kurzvideos euch zeige, dann einfach mal in einem langen Video teste? Dass ich da auch intensiv was zu erzähle. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Und ja, das soll halt wie so eine verlorene Kirsche riechen. Und da bin ich wirklich gespannt drauf. Der Flakon sieht ein bisschen anders aus als das Bild bei Amazon, finde ich, ne? Also das sah irgendwie schon etwas mehr an dem Nachbarn orientiert aus. Aber gut, ja, werde ich mal ausprobieren und euch dann auch ein bisschen mehr zu erzählen können. Ich habe es noch nicht gesprüht, ich habe eben nur die Folie entfernt. Dann waren Prime Days und da habe ich allerhand gekauft, auch ganz viel für den Haushalt und so. Das ist, glaube ich, relativ irrelevant, aber die habt ihr auch schon zum Teil im Einsatz gesehen. Ich habe mir diese Lamora-Paletten gekauft. Also Maxim schwärmt ja schon seit Jahr und Tag davon und jetzt waren die für 7 Euro im Angebot. Ja, komm. Dann habe ich sie mir gekauft und da die Drogerie jetzt sowieso irgendwie nicht so viel Bock hat, mehr Lidschattenpaletten rauszubringen, ja, orientiert man sich halt an solchen Dingen, ne? Einmal habe ich hier die Nude Eyeshadow Palette und da sind dann entsprechend sehr kühle, nudige Töne drin. Auch das sind wirklich Nachbarn, ne? Also Nachbarn zu anderen bekannten Paletten, die auch ein ähnliches Format haben, aber ja, ungefähr das Zehnfache davon kosten, um das mal so zu sagen. Ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich einfach finde, dass die Qualität sehr, sehr gut ist. Die halten richtig gut, die lassen sich toll auftragen, schön verblenden, hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich hier auch die Bronze Dream Palette. Die hatte ich letztens, glaube ich, erst auch nochmal in einem Video drin gehabt, ne? Ich bin ja eigentlich nicht so unbedingt ein Fan von diesen super dunklen Tönen, aber der Look damit hat mir echt gut gefallen. Und diese Schimmertöne sind so schön cremig. Und hier haben wir auch besondere Texturen drin. Nicht so besonders wie bei dem Original, sondern halt doch eher günstiger produziert dann ja wahrscheinlich auch, ne? Aber wenn ich das jetzt zum Beispiel bei dem Deep sehe, das ist halt auch wirklich so ein bisschen ein matter Ton. Es ist was anderes. Es ist jetzt kein ledriger Ton oder so, aber es ist schon ein besonderer Ton. Die Schimmertöne sind wirklich geil. Also das macht Freude, damit zu arbeiten, muss ich euch wirklich sagen. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist die Purple Heart Palette. Genau, die schaut so von außen aus. Und da weiß ich gar nicht, an wen diese Palette uns erinnern soll. Da bin ich, weiß ich nicht, ne? Das
Weiß ich noch nicht. Das muss ich noch herausfinden. Auch das ist eher eine kühlere Palette, die fast schon in Relation zu den anderen Paletten bunt aussieht. Aber ich mag sie. Also ich habe ein Herz für diese Palette und deswegen hatte ich sie mir dann auch bestellt für 7 Euro. Also da kriegst du ja teilweise nicht mal eine Essence-Palette für, ne? Und vor allem dann auch noch in der Qualität. Das ist der Hammer. Und dann die absolut kühle Palette ist die Attraction Eyeshadow Palette. Das ist diese hier. Da, ich meine auch generell, ne? Wenn man die jetzt so kauft, kosten die, glaube ich, 8 Euro, 9 Euro, also wirklich, ne? Das ist so, so günstig und ja, die ist auch natürlich wunderschön, wunderschön, richtig schön kühl. Ja, das sind jetzt die Lamora-Paletten, die auch bei mir eingezogen sind. Das ist unglaublich. Also das ist halt auch so eine Sache, die ich generell so sehe, ne? High-End-Paletten, High-End-Produkte haben schon ihren Wert und auch ihren Preis. Und das ist auch von einem vollkommen krassen Sinn, weswegen die Produkte auch einen entsprechend höheren Preis haben. Dass er jetzt unbedingt 10-mal so hoch sein muss, sei mal so dahingestellt. Aber ne, die haben halt das Produkt entwickelt, die haben die Texturen auch ganz besonders. Vielleicht haben die auch entsprechend andere Inhaltsstoffe drin und so. Das sehe ich halt auch zum Beispiel bei Pflegeprodukten so. Dass dann auch auf eine andere Qualität, eine andere Konzentration gesetzt wird und so weiter. Trotzdem freut man sich darüber, wenn man vielleicht einfach mal so ein bisschen die Produkte ausprobieren kann, ohne direkt den mega krass hohen Preis ausgeben zu müssen. Ne? Deswegen bin ich da schon auch Fan von und deswegen verwende ich auch super gerne immer einen bunten Mix von allem. Also sowohl von günstigen Produkten als auch von sehr, sehr hochpreisigen Produkten, wie man sich halt wohlfühlt oder wo man drauf Bock hat. Ne? Das ist halt auch die Sache. Dann hat die Drogerie so ein bisschen was rausgehauen, wobei ich hier nicht weiß, ob ich das bei Notino, Busi Shop oder schon in der Drogerie gekauft hatte. Von Max Factor ist das nämlich dieser Concealer, der ein Eye Enhancer mit Koffein und Vitamin C, so schaut der aus, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Der ist wirklich eher leicht unterwegs, aber den habe ich auch schon mit euch zusammen ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das Video schon online ist und es ist natürlich in der, in der Infocard verlinkt. Ne? Leichter Concealer, sehr, sehr angenehm. Ich mag halt auch die Farbe davon. Das ist dieses 01 Rose. Das ist halt ein bisschen rosé-mäßig, sehr schön gegen Augenschatten und so weiter. Die gibt es noch nicht in der Drogerie. Die habe ich online gefunden. Von Maybelline, die Superstay Foundation habe ich in der Farbe 090. Wir sind noch nicht ganz warm miteinander geworden. Also die habe ich ausprobiert, aber die war mir im ersten Moment doch sehr, sehr trocken. Hat auch nicht ganz so gut gehalten, was vielleicht am Primer gelegen hat. Das muss noch ein bisschen getestet werden. Da muss ich mal gucken. Aber ich bin ja auch sowieso nicht so unbedingt das matte Girlie. Ich habe heute zwar auch die... Wobei Luminous Silk ist ja auch quasi so ein Zwischending, ne? Zwischen matt und nicht ganz so matt. Dann hat NYX neue Blushes rausgehauen. Da habe ich hier das Buttermilk Blush in der Farbe You Know Butter. Das ist schon witzig, ne? Und da müsst ihr echt aufpassen. Sowohl bei den Butter Bronzern als auch bei den Butter Blushes. Die sind so krass pigmentiert. Hier weiß ich noch nicht, wie ich den halt wirklich komplett so für mich finde. Den muss ich auch noch ein bisschen, dem muss ich noch Zeit geben. Der ist nämlich wirklich sehr glowy. Und das Problem bei sowas ist halt manchmal, dass man dann nur den Glow halt quasi aus Gesicht bekommt, ne? Und nicht halt die Farbe, die das Produkt ja eigentlich hat. Ich sah schon sehr, sehr glänzend damit aus. Das war schon sehr abgefahren. Das habe ich gefunden. War das im Busi Shop? Ich glaube schon. Lipsmacker Marvel. Das ist schon süß. Ja, ne? Das ist Baby Groot. Und ich bin 35 Jahre alt und ich freue mich, wenn ich sowas verwenden kann. Bin ich ehrlich, ne? Und das ist einfach ein Lippenpflegestift. Ja, ich bin Groot. Finde ich gut. Dann habe ich ja auch noch von Misha eine Teebaumölmaske mitgenommen, beziehungsweise mir gekauft. Das ist diese hier. Kann ich jetzt aktuell sehr gut gebrauchen, weil jetzt gerade habe ich hier zum Beispiel so ein bisschen, gerade hier, ne, das ist ja, spricht ja immer für irgendwie meistens falsche Ernährung. Ja, ich esse sehr viele Süßigkeiten und Kuchen in letzter Zeit. Und dann kriege ich hier halt so um den Mund herum quasi meine Unreinheiten und dann verwende ich sowas oder halt von Dalton auch meine entsprechende Pflege. Und ja, freue mich darüber. Aber ich teste ja und verwende alles Mögliche, dementsprechend auch das natürlich. Und wir sind schon wieder bei Nachbarn angekommen. So viele Nachbarn hier. Ist ja echt so ein kleines Nachbarschaftsfest hier. I Love oder I Heart Revolution hat dieses Tropical Trip Body Trio rausgebracht. Also manche Sachen, das ist ja schon fast frech, ne? Denn das ist relativ zeitgleich jetzt auch mit dem anderen Body Trio rausgekommen, was ich euch letztens auch schon mal gezeigt habe. Und das soll nähren, das soll hydratisieren und das soll Glow geben. Ich werde es ausprobieren. Ich werde euch auch ein bisschen was dazu erzählen, wie, also in dem Aufgebraucht-Video, was dann kommen wird, ne? Wie dann auch wirklich die Konsistenzen vergleichbar sein könnten. Die Düfte, auch die Haltbarkeit der Düfte ist halt auch immer so eine Sache. Weil jetzt mal ganz ehrlich, das, wo eigentlich das Ganze angelehnt sein soll, ist halt wirklich der Oberhammer schlechthin, aber halt auch der Oberhammer im Preis. Ne? Und da bin ich gespannt. Tropical Caramel, Blossom Bloom und Coconut Glow sind hier die Duftrichtungen, beziehungsweise die, ne? Geschmacksrichtung? Nein, die Richtung halt, wonach das so riechen soll. Ist schon sehr, also Entschuldigung,
Entschuldigung. Das ist unglaublich. Nun, dann hat Garnier ein paar neue Produkte rausgebracht. Da habe ich ein bisschen was zugeschickt bekommen. Und zwar so ein kleines Paket halt. Ne? Das ist viel mit Vitamin C, soll Glow geben. Ich stehe drauf. Also es schreit halt meinen Namen. Ruft es nicht nur, es schreit. Glow Booster Cream Cleanser mit Vitamin C für fahle und unebenmäßige Haut. Reinigt sanft und spendet Feuchtigkeit. Und ja, das sind 250 Milliliter. Ich mag es so gerne, dass es in so einem Pump-Ding kommt. Das finde ich echt klasse. Ja, ich mag auch zum Beispiel die Vitamin C Maske von Garnier richtig gerne. Deswegen habe ich da große Hoffnung drin, dass ich hier auch mit dem Produkt meine Freude haben werde. Ja, dann wurde mir nochmal zugeschickt, das hatte ich ja schon mal da, dieses Glow Booster Serum. Das habe ich jetzt einmal hier, ne? Also auch hier Vitamin C am Start. Vielleicht nehme ich das sogar direkt mal in Anwendung, denn ich habe jetzt heute Morgen eins, was ich von Balea mir gekauft habe, zur Seite gestellt, weil das funktioniert einfach nicht. Egal, was ich da drüber danach auftrage, alles krümelt. Ich habe so eine Würstchenparty jeden Morgen im Gesicht, das macht mich wahnsinnig. Hier haben wir aber, ne, das werde ich aber nicht morgens verwenden und das werde ich auch nicht im Sommer verwenden. Nee, Niacinamid, Vitamin C und Salicylsäure. Vergiss es. Also diese Kombi finde ich ein bisschen zu hart. Da weiß ich gar nicht, ob ich das wirklich sogar verwenden möchte, ne? Weil Salicylsäure kommt auch immer auf die Konzentration drauf an. Aber die drei würde ich sonst niemals in Kombi verwenden. Ja, und dann habe ich, das habe ich euch auch schon mal gezeigt, die beiden nochmal zugeschickt bekommen. Die kommen aber dann im nächsten Verlosung rein. Daily UV Ultraleichtes Fluid. Das ist einmal habe ich das in der Glow-Variante. Das habe ich auch schon getestet und behalten. Das hat echt gut bei mir funktioniert. Und dann auch nochmal in der Invisible-Variante. Das ist dann für diejenigen, die vielleicht einfach nicht so gerne schimmern möchten oder halt darüber nicht unbedingt eine Foundation auftragen möchten. Ich habe es halt als Primer verwendet und das mochte ich sehr, sehr gerne. Also ich finde es auch schön, dass wir hier so einen Lichtschutzfaktor bekommen. Du kannst dir aber von diesem Lichtschutzfaktor nicht unbedingt genug auftragen, als dass man da, ich glaube, den vollen Schutz bekommt. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber also ich habe da recht viel von auftragen können, weil das auch relativ dickflüssig ist. Also so würde ich das vergleichen mit dem Essence, wie heißt der nochmal? Dieser Glow, Healthy Glow, heißt das Healthy Glow? Ich glaube schon, ne? Was die jetzt im Sortimentsgedönsen letztens neu rausgebracht hatten. Das ist nicht ganz so krass. Aber wie ist die Konsistenz? Es ist ja nicht cremig dick. Woran erinnert mich das denn? Boah, schreibt mir das mal in die Kommentare, wie ihr die Konsistenz beschreiben würdet. Sowohl von dem hier, als auch von dem von Essence. Das fällt mir gerade echt nicht ein. Das ist so ganz besonders, aber ich finde es richtig toll. Also fast schon wie festes Öl, ja, so würde ich das, glaube ich, am ehesten beschreiben. Also ich kann es gut vertragen, weil ich mag auch gerne so reichhaltige und ölige Geschichten. Das ist halt echt mein Ding, auch im Sommer, ne? Ja, bei Notino war ich dann noch ein bisschen in der Parfümabteilung stöbern und da habe ich was gesehen. Oh, Leute. Ja, Parfüm, ich sag's euch. Roger and Gallet. Oder spricht man das Französisch Roger et Gallet aus? Ich weiß es gerade echt nicht. Gingembre Rouge. Eau Parfumé Bénéfice, es ist ein Parfüm halt, ne? 30 Milliliter sind hier drin. Ich habe es gerochen und ich muss das mitnehmen. Ich muss das einfach mitnehmen. Also ich habe damals, vor Jahren, dieses, ich sag einfach mal Roger and Gallet dazu, ne? Das Gingembre Rouge als Duschgel gehabt. Und dann und auch noch irgendwann als Bodylotion. Da habe ich gesagt, boah, wenn die das mal irgendwann als Parfum rausbringen, ich hole mir das direkt. Und ich habe es nirgendwo, irgendwann mal irgendwie gesehen. Und dann gehe ich in den Müller rein und dann steht das da einfach, ne? Und da habe ich mir gedacht, das ist doch nicht dein Ernst. Wie geil ist das denn? Und dann war das auch nicht so sack teuer und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich mag das einfach sehr gerne. Und ich weiß nicht, wie langanhaltend das sein wird. Ich weiß nicht, wie das dann auch auf mir riechen wird. Ihr seht, es ist original verschlossen, ne? Aber ich musste direkt lachen oder nicht lachen, lächeln, als ich das gesehen habe und habe mich einfach mega gefreut. Dann habe ich gesehen, dass Lena Gerke ein Parfum rausgebracht hat. Léger bei Lena Gerke. Signature Eau de Parfum. 30 Milliliter sind hier drin. Ja, da bin ich einfach auch, also ich habe es halt da auch im Tester gerochen, fand das interessant und habe mir gedacht, okay, vielleicht ist es auch ein richtig schöner, angenehmer Alltagsduft, den man so tragen könnte. Da ist Gardenia mit dabei, Heliotrop, dann haben wir auch noch Mandelnoten mit dabei und Moschus. Ja, und da bin ich wirklich, also wie das auf mir riecht, auch sehr gespannt. Ne? Der Flakon ist auch ganz süß gemacht. Also es ist ein schöner Handschmeichler, finde ich. Die Farbe gefällt mir persönlich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde, das ist so ein, ich weiß nicht, ne, kennt ihr das, wenn ihr sowas in die Hand nehmt? Es fühlt sich einfach direkt gut an, wie diese matte Oberfläche. Das ist schon schön. Und der Duft, der ist halt auch gefällig, finde ich. Also wirklich auch etwas, was viele mögen werden. Ach, das ist auch schön, ne? Das
geht ganz soft runter. Ja, da werde ich euch auch noch, also zu den Parfums ja sowieso so Kurzvideos machen, finde ich eigentlich immer ganz angenehm. Oder wie gesagt, wenn ihr möchtet, kann ich euch auch mal so ein komplettes Video über Düfte machen, die halt so neu eingezogen sind und da halt wirklich mal so ein bisschen intensiver drüber reden. Schreibt mir das, wie gesagt, gerne in die Kommentare rein. Ja, und eigentlich bin ich in den Müller gegangen, weil ich ja auch eine Maskenwoche mit Müller-Masken machen wollte. Und ey, ganz ehrlich, bei uns, ich weiß nicht, ob der Müller vielleicht schlecht ausgestattet ist, aber der ist über 3 Etagen. Eigentlich ist es ein Riesenmoped. Da sind gar nicht so super viele unterschiedliche Masken gewesen, sodass ich doch ein paar Probleme hatte, auch wirklich 7 zu finden. Denn das ist ja mein Bestreben, aber ich habe 7 gefunden. Da habe ich mir, die hier habe ich mir geholt, einfach aus, Spaß, ne? Ich fand die süß. Das ist, glaube ich, eine Limited Edition. Ja, steht auch drauf. Fishing for Compliments Tuchmaske mit Niacinamiden und Mandelöl. Also das ist jetzt keine, die ich jetzt in die Maskenwoche mit reinnehmen werde, einfach weil es eine LE ist, ne? Und das, was ich da halt gesucht habe, sind Masken, die halt im Standardsortiment sind und die halt von unterschiedlichen Marken mit unterschiedlichen Wirkungsgeschichten ist, damit ich, da steht LE drauf. Ach Mist. Dass ich euch da auch ein bisschen was zu sagen kann. Ach Mann, da steht LE drauf. Das habe ich nicht gesehen. Mist. Das ist die Ceramid-Tuchmaske mit Ceramide und Hyaluron. Ich habe gedacht, na komm, wenn das so eine ist, dann ist es bestimmt im Standardsortiment. Nö. Das heißt, ich muss dann demnächst nochmal los und mir eine... Oder packe ich die auch mit in das Maskenvideo? Ich glaube schon. Mal gucken. Und dann habe ich hier eine von Yuti mit Wassermelone, Ananas und Kokosnuss gefunden. Das fand ich ziemlich nice. Also ich mag auch gerne diese Yuti-Masken. Ne? Da hatte ich jetzt auch schon ein paar in meinen Maskenwochen mit drin. Deswegen Wassermelone, hallo. Herzlich willkommen. Ja, die kenne ich, die mag ich. Und da bin ich mal gespannt, wie sie mir dann in Relation zu den anderen gefällt. Von Garnier habe ich hier die Vitamin C-Tuchmaske mir gekauft. Und die mag ich einfach generell. Diese Reihe von Garnier ist der Hammer. Also die sind richtig schön nass, die sind pflegend. Die geben halt wirklich was dem Gesicht. Und das mag ich. Dann habe ich hier auch noch Seventh Heaven gefunden. Das ist die Hyaluronic Acid Moisturizing Maske. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal eine von. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, wie sie mir gefallen hat. Deswegen bin ich da einfach mal neugierig. The Beauty Mask Company habe ich mitgenommen, weil ich dieses, diese Rainbow-Geschichte, schon wieder eine Geschichte, ne? Einfach schön fand. Self-Love Tuchmaske mit Pampelmuse und Vitamin B3. Vitamin B3 ist ja auch Niacinamide und sowas verwende ich abends ja aktuell auch sehr, sehr gerne. Dann hat Shams hier noch die Kollagen-Boost-Tuchmaske rausgehauen, habe ich gefunden. Und ja, genau, also ich habe jetzt letztens auch erst in der Rossmann-Maskenwoche eine Shams-Maske mit euch zusammen auch verwendet. Verlinke ich euch gerne im i. Wobei, nee, Quatsch. Die Garnier-Vitamin-C-Geschichte kenne ich noch gar nicht. Das ist die Shams-Vitamin-C-Geschichte gewesen, die mir so gut in Erinnerung geblieben ist. Ha, okay, doch. Dann habe ich da doch nochmal eine neue Erfahrung für mich. Dann habe ich die Heilerde-Tuchmaske mit Zink von Bullrich hier. Reduziert Pickel und Mitesser. Ne? Sowas darf auch meiner Meinung nach einfach in so einer Maskenwoche nicht fehlen, weil das halt auch etwas ist, was ich sehr, sehr gerne verwende. Seid gespannt auf die Maskenwoche. Abonniert sehr gerne den Kanal, wenn ihr Bock drauf habt, das Video nicht zu verpassen. Das mache ich einfach mit verschiedenen. Ne? Habe ich schon mit Action gemacht, mit Rossmann gemacht, dass man da einfach auch mal so ein bisschen ein Einblick in die Tuchmasken oder in die generellen Einmal- oder Zweimal-Anwendungsmasken bekommt und dann habe ich da so ein kleines Ranking für euch. Ja, ich muss schmunzeln. Da habe ich letztens mit meinem Freund noch nämlich drüber gesprochen und ihm gesagt, dass ich das mal holen werde, weil er das noch gar nicht kannte. Von Mabienne Kids ist das die Schaumseife mit blauem Pfotenstempel. Gibt es auch in weiß. Und da gibt es halt auch Nachfüller für. Das fand ich so cool. Von Paw Patrol. Ist das nicht großartig? Und ja, aktuell bringen wir Julius auch so ein bisschen diese ganze Geschichte mit Hände. Schon wieder eine Geschichte. Hände waschen und so weiter bei. Ne? Das Blaue ist auch mit Blaubeerduft und dann macht man halt hier oben, drückt man so drauf und dann kriegst du hier halt so eine Schaumpfote in die Hand. Das ist schön. Ich glaube aber vor allem mein Freund und ich werden das auch brauchen. Für sensible Haut ist das geeignet. Ne? Finde ich super. Das ist einfach cool. Dann habe ich für meinen Freund was mitgenommen. Das ist ja irgendwie auch super gehypt. Bin ich mal gespannt. Der hat es auch gerochen, als ich die Sachen gekauft habe und die Tüte bei uns auf dem Tisch stand. Und er sagte, willst du wissen, wie es riecht? Dann habe ich gesagt, ja, sag mal. Riecht wie ein normales Deo. Riecht gut. Okay, schön. Old Spice Wolf Throne. Also dann ist halt die Frage, ne? Wenn er sagt, es riecht halt wie normales Deo, riecht gut, braucht man dann unbedingt dieses hier? Man weiß es nicht. Das soll einen Duft nach wildem Zitrus haben und ja, soll dann halt invisible für, also unsichtbar für weiße und schwarze Kleidung auch sein. Das ist eine fancy Verpackung, ne? Kann sich hier so drehen. Ob mein Freund damit zum Wolf geht, keine Ahnung. Ja, das riecht halt wirklich ein bisschen zitrusmäßig, riecht angenehm, riecht nach einem Deo. 48 Stunden Freshness finde ich immer ein bisschen schade, wenn man sowas draufschreibt, weil bitte verwendet oder wascht euch mehr als nur alle 48
48 Stunden. Ich bleibe noch kurz bei meinen Männern. Da habe ich hier, das fand ich so süß, von Nip gesehen, ab 12 Monaten. Also das ist halt so ein Trinkleerenbecher. Da sind Hunde drauf. Ja, deswegen musste das unbedingt mit. Und wir haben aktuell auch viel diese Trinkbecher natürlich im Einsatz. Es ist Sommer, ne? Und Julius hat irgendwie gefühlt in jedem Raum... Ach nee, ich dachte, das wäre ein Trinkleerenbecher. Okay, das sind zwei. Ich dachte, das wäre mit Deckel. Das ist nicht mit Deckel. Naja, da ist auf jeden Fall ein Hund mit Astronautenausrüstung zu sehen. Das ist schon süß, ne? Ha, ich dachte echt, das wäre... Oder passen da meine Deckel vielleicht drauf? Ich habe ja auch von Nip diese Becher. Das ist jetzt blöd. Nun, it is wie it is, ne? Dann werde ich halt ein paar Mal öfters ein nasses Kind haben. Das ist wahrscheinlich jetzt so der Spoiler. Ja, gut. Für mich, apropos Trinken, habe ich gekauft bei DM von Profissimo. Das soll einen erinnern, dass man halt mehr trinken soll. Da steht dann auch irgendwie von wann bis wann man das alles auftrinken soll. Und dass eine 1-Liter-Flasche mit Trinken... Ist das nur 1 Liter? Hä? Ich dachte, das wäre mehr als 1 Liter. Naja, es ist auf jeden Fall eine große... Ist das echt nur 1 Liter? Okay, ich dachte, es wären irgendwie 2 oder so. Nee, 1 Liter. Ja, gut. Ach so, die musst du dann immer wieder neu befüllen, weil dann hast du von 8 bis 13 Uhr, dass du das quasi... dann hast du es erreicht und dann machst du es wieder voll und dann von 14 bis nur... okay. Ich habe das System dieser Flasche verstanden. Ja, gut, ne? Dann hat man die halt zum Wiederbefüllen. Ich muss mehr trinken. Ich trinke viel zu wenig Wasser und so. Das ist nicht gut. Apropos Trinken, da habe ich mir jetzt auch noch von Volkel dieses Biozisch gekauft. Himbeer und Cassis. Fand ich interessant. Also ich glaube, sowas schmeckt auch richtig lecker, oder? Kann ich jetzt ja mal direkt probieren. Ich habe ja auch wohl jetzt, ne, ich habe jetzt zwar noch ein bisschen Wasser stehen, aber Durst habe ich echt derbe. Riecht sehr lecker. Ist jetzt natürlich nicht gekühlt. Ich nehme mir mal einen Strohhalm. Sehr, sehr lecker. Oh, das schmeckt richtig gut. Ja, da kann man auch 2 Liter von trinken. Aber ich glaube, dann hast du da so ein bisschen viel Zucker mit dabei, ne? Zucker 6 Gramm pro, wie viel? 100 Milliliter. Ja, das geht aber noch. Aber trotzdem, das ist lecker. Ich schmecke das gerade noch. Oh, ist das lecker. Okay, freue ich mich drauf, gleich weiter zu trinken. Aber wenn ich das jetzt komplett trinke, dann mache ich hier gleich einen Mega-Räubs. Ich sag's euch. Von Bio-Vegan habe ich auch schon das ein oder andere Produkt mal in Beautyboxen oder so gesehen. Und jetzt habe ich gesehen, dass die auch diese Deep Hydration Hydrogel Eye Patches haben. Das wollte ich mal ausprobieren mit Hyaluronsäure und rotem Algenextrakt. Das sind diese hier. Und ja, also, ne, wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich morgen, auf jeden Fall wahrscheinlich, sehr cool, morgen oder übermorgen dann mal morgens verwendet werden, weil die ich aktuell in meinem Pöttchen habe, ich glaube, da sind noch ein paar, ist da noch drin, mal gucken. Und danach werde ich das ja mal ausprobieren. Ne, finde ich schon interessant. Dann hat Balea so eine Tuchmaske rausgebracht. Das ist eine Limited Edition, das ist süß. Intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron- und Beerenextrakt. Ne, kann man auf jeden Fall. Also wirklich. Da kannst du eigentlich nichts mit falsch machen. Also, ne, mittlerweile sind die LEs von Balea und Isana auch gar nicht mehr so super günstig. Also da kannst du dir manchmal echt fast schon eine Garnier-Maske oder so holen. Muss man dann einfach für sich gucken. Ja, ich wollte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich fand das süß mit diesem Eis am Stiel. Ja, dann habe ich mir geholt diese Augenpads. Und das ist richtig cool von B-Routine. Mit Hyaluron, Hydro, Feuchtigkeit und Cooling, spenden Feuchtigkeit und wirken einer müden Augenpartie entgegen. Das sind 12 Stück drin. Also sowas finde ich schon ziemlich nice, ne? Die Frage ist, also für mich war die Frage halt, ich habe es online bestellt, weil unser DM aktuell renoviert wird. Wie ist das von der Verpackung her? Weil wenn ich hier nämlich so fühle, ist hier Plastik auch noch wieder drin. Also dann hätten sie genauso gut 60 Stück in einem Tiegel machen können. Ich weiß nicht, wie das so plastikmäßig sonst so aussieht, aber wenn man nachhaltig machen will, dann kann man doch noch mehr einen raushauen. Aber gut, mit Hyaluronsäure und Panthenol, ja, wird ausprobiert, ne? Da habe ich dann ein bisschen länger was von. Das fand ich einfach witzig. Ich weiß nicht, bringt das was? Der Trend ist zwar aktuell auch sehr viel so, dass man eigentlich eher so BHs trägt, die ungefähr gar keine Bügel haben, kein Push-Up-Effekt oder so. Ich habe jetzt aktuell auch einen ohne Bügel an, genau. Und ja, und dann bringt Nipli einfach mal solche Dinge raus. Das sind Dinger, die kannst du in deinem BH legen. Und dann ist dein Ventil dran. Spürt man das? Ich weiß es noch nicht. Muss ich ausprobieren. Und dann kann man das pumpen und dann kommt da Luft rein. Und dann kannst du halt quasi deine Bubis in Form pumpen, mehr oder weniger. Ich fand das so witzig. Komm, wir gucken uns das mal genauer an. Manchmal ist es ja auch nicht verkehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel drüber nachdenke, dass man auch irgendwie so auf ein Oktoberfest oder so geht, dann hast du ein Dirndl an und dann willst du vielleicht ein bisschen mehr so Dekolleté haben, ne? Aber sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, also das erinnert optisch, ganz ehrlich, an ein Pupskissen. Ist wirklich so. Was ist das? Und dann kann man hier drücken. Ah, und dann kommt da Luft rein. Und dann kann man das pumpen.
Wie man möchte. Und dann kriegt man da Luft rein und das kann man sich in sein BH legen und dann ist es toll. Super! Und wenn es dann im Laufe der Zeit vielleicht abgeschwächt ist, dann kann man nochmal nachpumpen. Weiß ich nicht. Ich find's witzig. Kann man denn die Luft auch irgendwie wieder rauskriegen? Nicht? Hä? Okay, ich dachte, man könnte das dann immer wieder dann auch ändern. Das muss ich nochmal gucken. Wie kriegt ihr die Luft wieder raus? Oder geht die von alleine wieder raus? Habt ihr das schon ausprobiert? Schreibt mir das gerne. Denn ich habe ziemlich viel gepumpt. Das ist schon ziemlich abgefahren. Für längere Haltbarkeit der Pads die Haut vorher reinigen. Ja, das gibt definitiv Sinn. Aber man schwitzt ja trotzdem, ne? Das kannst du mit der Hand waschen. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool. Ich weiß nicht. Und ich denke halt auch, okay, Luft fühlt sich vielleicht auch ein bisschen angenehmer an. Es gab es ja auch damals mal so wirklich richtig krass aus Silikon und keine Ahnung, ne? Also da gab es halt auch die verrücktesten Dinge, die ich dann auch wirklich in meiner Pubertät auch viel verwendet habe. Einfach, weil ich mich nicht wohl mit meiner Oberweite gefühlt habe. Ist das cool? Ich finde irgendwie schon. Also ich muss lachen, wenn ich das sehe. Und gleichzeitig habe ich schon irgendwie auch den Nutzen, den ich darin erkenne. Für mich wäre es jetzt wirklich mal interessant zu wissen, wie man die Luft wieder rauskriegt. Aber na, vielleicht entweicht sie ja im Laufe der Zeit. Dann habe ich hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik. Da habe ich mir dieses hier geholt von Trend It Up, das Protect and Set Over Make-up Spray. Das soll ja auch Lichtschutzfaktor geben. Würde ich jetzt nicht ganz so drauf vertrauen. Und das Ding ist halt wirklich schon sehr, sehr ölig. Ne? Also bei mir hat es okay gehalten, aber ich habe halt wirklich auch eine sehr trockene Haut. Das hat wirklich okay funktioniert. Ich würde es aber definitiv nur den absoluten Trockenpflaumen unter uns empfehlen. Und wenn man auch wirklich Bock drauf hat, auszusehen, als hätte man sein Gesicht vielleicht in Öl gedippt, denn du wirst schon sehr ölig damit und du kannst nicht so viel auftragen, dass du wirklich einen Lichtschutzfaktor von 50 erreichst. Glaube ich nicht. Nee, bin ich ehrlich. Das vermute ich jetzt einfach mal nicht. Dann habe ich mir aus der Limited Edition von Essence, das habe ich noch irgendwie gekriegt, das fand ich ziemlich toll, weil das war gehypt und ich war interessiert. Live Life in Coral, das ist diese Lippenmaske, also ziemlich hart, also wirklich, ne? Die ist ziemlich, ziemlich hart. Man muss da auch so ein bisschen drin rumröseln, dass man das irgendwie gelöst bekommt, beziehungsweise dass man Produkt auf den Finger bekommt. Und da denke ich mir, Mensch, wir sind doch jetzt schon in der Zeit, wo alles ein bisschen wärmer ist. Das heißt, es müsste ja schon von alleine etwas einfacher gehen. Wie passiert denn das im Winter, ne? Wenn es sowieso kalt ist, dann friert ihr das Ding ja fast ein. Also das ist halt einfach eine schöne Lippenpflege in einem fancy Verpackungsdesign. Und das hat halt so einen minzigen Duft. Gibt ein bisschen Frische, ist ganz süß. Und aus der gleichen LE habe ich mir auch noch dieses Puder mitgenommen. Das ist das mattierende Puder, was es eigentlich auch im Standardsortiment gibt, ne? Und jetzt halt auch in der LE. Ja, 8 Gramm sind hier drin, ne? Das ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte. Und da musste ich eigentlich lachen, als ich das gesehen habe, weil ich dachte, Mensch, jetzt kommen die Powder Puffs wieder zurück, ne? Hatten wir jetzt ja auch schon viel in diesen Dreiecksformen und so weiter. Und jetzt kommen die halt in so einer ganz klassischen Variante. Klar, in Korea und Co. wird ja aktuell jeder und seine Mutter im Gesicht mit sowas eingearbeitet, gefühlt, ne? Und ist klar, dass wir das dann auch hier finden dürfen. Ich finde es toll, dass wir hier auch so ein kleines Seepferdchen drauf haben, dass du halt diesen LE-Design-Gedanken auch auf dem Produkt findest. Denn manchmal ist es wirklich so, dass nur die Verpackung in dem Design ist, dann nimmst du das Produkt raus und das ist einfach so ein Standardsortiment-Produkt. Naja, und ja, ich finde es schön. Ich werde damit Puder auftragen, beziehungsweise so unter den Augen oder so loses Puder. Richtig cool. Und dann habe ich mir auch noch diesen abgefahrenen Blush mitgenommen. Blushleiter-Stick. Da habe ich ein bisschen Angst vor, aber gleichzeitig freue ich mich drauf, weil der ist halt echt knatschepink. Knatschepink. Das ist Barbie, hallo. Ja, finde ich süß. Also, ich habe nicht viele pinke Blushes, aber seitdem Dior ja irgendwann mal so einen richtig krassen pinken Blush auf dem Markt hatte und der mega gehypt war, trauen sich auch die Drogerien wieder, solche krassen Farben aufzunehmen, was ich schön finde. Ich weiß nicht, ich hätte eigentlich eher erwartet, dass die halt so einen korallfarbenen Blush in die LE aufnehmen. Nö, wir machen pink. Finde ich irgendwie cool. Dann habe ich hier einen Sponge und zwar aus der Rival de Loop Limited Edition. Da habe ich mir die Stunning Power LE gekauft. Bei unserem Rossmann stehen LEs und Produkte und so weiter noch sehr, sehr lange. Also die sind sehr, sehr langsam. Bei uns malen die Mühlen extrem langsam. Also das ist Wahnsinn, ne? Und ja, hier habe ich auf jeden Fall Stunning Power einmal diesen Make-up-Schwamm. Und hier haben wir das Design von der LE als dieses Marmorierte auf dem Schwämmchen, ist auch noch neu, wird noch ausprobiert. Finde ich süß, ne? Also ich mag auch die Schwämme in den LEs von Rival de Loop und Rival Loves Me sehr, sehr gerne. Achso, aus der Catrice LE habe ich mir auch noch die Mascara geholt und die ist einfach blau. Die I Love Extreme Mascara ist das. Und sowas verwende ich schon mittlerweile ganz gerne, so am unteren Wimpernkranz, ne? Gerade jetzt im Sommer, nein, ich mache ganzjährig ja auch bunte Looks, aber gerade im Sommer trage ich das noch mit mehr Leidenschaft und noch lieber. Und da dann halt auch wirklich mal so eine blaue Mascara unten,
liebe ich. Und ich habe grün-braune Augen, das heißt, ich trage einfach alles. Ich lasse mir da auch nicht viel sagen. Also ich trage auch grünen Lidschatten, ich trage pinken Lidschatten, ich trage auch eine blaue Mascara an dem unteren Wimpernkranz. Warum eigentlich nicht, ne? Also ich würde nicht unbedingt alles immer von Augenfarben abhängig machen. Ich krieg immer super viele Nachrichten, nämlich deswegen sage ich das, von Leuten, die sagen, Mensch, ich habe die und die Augenfarbe, was kann ich denn für einen Lidschatten verwenden? Also meine Antwort ist grundsätzlich alle. Und wenn du möchtest, dass deine Augenfarbe mehr strahlt, nimm einfach die Komplementärfarbe. Also klar, bei braunen Augen kannst du im Prinzip alles verwenden. Also alles, was irgendwie knallige Farben sind, lassen die Augen halt noch mehr knallen. Da kommt es halt auch drauf an, inwiefern der Braunton in deinen Augen ist. Dass man halt guckt, wenn du so einen warmen Unterton hast, dass du vielleicht einen kühlen, knalligen Look nimmst. So wirklich mal ein, ja, so gelb oder pink oder sowas mal ausprobieren, ne? Oder grün dazu ist, glaube ich, auch ganz geil. Und ne, ansonsten halt umgekehrt und ansonsten Komplementärfarben, so bei blauen Augen orangene Looks, mega geil und ja, also tobt euch aus. Auf jeden Fall. Also das ist immer so meine Devise und meine Antwort darauf. Rival de Loupe hat aber in der LA noch mehr Produkte und zwar hier das Liquid Blush. Die LA habe ich komplett noch nicht ausprobiert. Die habe ich mir letztens erst gekauft. Also jetzt für mich vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen. Und ja, freue mich darüber. Ne? Und wir haben jetzt gerade den 4.8. heute, wo ich drehe. Oder den 5. Was ist denn heute für ein Tag? Oh, wir haben es auf jeden Fall. 23.59 Uhr läuft bei mir. Dann habe ich hier auch noch mir diesen Swirl Lip Gloss mitgenommen. Das fand ich einfach süß. Mal gucken, wie der dann so auf den Lippen wird. Also ich sehe schon recht groben Schimmer hier drin, aber vielleicht ist der auf den Lippen ja richtig, richtig cool. Dann habe ich mir auch noch dieses abgefahrene Produkt mitgenommen. Make-up Mousse. Magic Make-up Mousse. Ja, ja, passt sich jeder Hautfarbe an. Ich bin mal gespannt. Wir hatten letztes oder vorletztes Jahr doch auch diese LE mit dieser grünen Verpackung. Das hat einigermaßen funktioniert. Dann habe ich hier auch noch so 4 Puderprodukte aus der LE mitgenommen. Das ist die Miracle Powder Foundation. Bin ich, also ich weiß es nicht. Also ich werde es vielleicht auch so als Bronzer oder so verwenden, weil also als Foundation ist es vielleicht ein Tick zu dunkel. Oder ganz leicht zum Abpudern verwenden. Wenn man sich so eine leichte BB-Cream nur drauf macht, damit abpudern, hast du ein bisschen mehr Deckkraft und gleichzeitig so ein fixiertes Gedönsen. Ne? Dann auch noch der Highlighter, den finde ich sehr, sehr hübsch. Sehr, 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 sehr hübsch. Und da hoffe ich, dass er im Gesicht halt auch echt so rüberkommt, wie er hier aussieht. Falls ihr Schnarchen hört, Monsieur Wow liegt neben mir und schnarcht sich einen zurecht. Und dann haben wir hier noch diesen Jelly Bronzer drin. Mega nice. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. Das ist ja auch angelehnt an ein sehr hochpreisiges Produkt. Ne? Ich glaube, Kat Von D hatte sowas mal. Oder war das die Foundation von ihr? Weiß ich gar nicht. Dieses in dem Fändchen drin finde ich halt auch immer ziemlich abgefahren, muss ich sagen. Da muss man halt aufpassen, dass man das auch wirklich aufbraucht, weil du kannst dir halt bei dem Puder, das kannst du ja mit Alkohol desinfizieren, dann hält es auch länger und so weiter. Bei einem Cremeprodukt, das kann halt schneller kippen. Ne? Das ist halt so ein bisschen dieser kleine Fluch, den wir Produkttester, Influencer, Content Creator aktuell haben, dass es halt voll im Hype ist, ganz viele cremige und flüssige Produkte halt rauszubringen. Die kannst du halt nicht so lange in der Sammlung haben, ne? Die kippen irgendwann. Bevor ich gleich noch eine kleine Storytime für euch habe, habe ich noch ein paar Produkte für Julius gekauft. Einmal ist das hier Bart und Shampoo Extra Sensitive von Baby Dream mit Allantoin und Panthenol. Das ist einmal dieses hier. Das ist halt parfümfrei. Mein Freund steht halt eigentlich eher so drauf, wenn alles irgendwie nach, keine Ahnung was riecht, nach Keksteig oder so. Aber nein, ich möchte da so ein bisschen an die sensible Haut von meinem Sohn, Mensch, appellieren und da einfach auch mal zwischendrin so diese sehr, sehr medizinischen Geschichten auch mit reinbringen. Das finde ich ganz wichtig und dafür habe ich mir dann auch nochmal diese Pflegelotion geholt mit Shea Butter und Panthenol und ja, das werde ich dann auch bei ihm verwenden. Genau. Und dann habe ich eine kleine Storytime für euch, denn immer wenn ich halt in den Rossmann oder in den Müller gehe, die sind so gegenüber voneinander, ne, dann ja, wie soll ich das sagen? Das ist halt in so einer Fußgängerzone, das ist relativ belebt dort. Das heißt, das ist dann auch so ein bisschen der Punkt bei uns in der Stadt oder in der Kleinstadt, in dem Dorf, wie auch immer, wo dann auch sich Obdachlose oder so hinsetzen und dann entsprechend, ja, ne, wo die halt sind und dann steht da so ein bisschen vielleicht so eine Schale, wo man Geld reinmachen kann. Ich habe halt selten irgendwie Bargeld mit dabei. Wenn ich irgendwie zufällig irgendwie was im Portemonnaie habe oder in der Tasche habe, dann gebe ich denen halt 1 Euro oder sowas, was ich halt habe. Aber naja, es war halt auch ein heißer Tag und ja, dann habe ich halt für ihn, der da saß, einfach was zu trinken und einen Riegel geholt, für mich offensichtlich auch. Und ja, genau.
Genau, das ist immer so ein kleiner Appell. Es kostet nicht die Welt und ja, man kann das einfach machen, gerade wenn man dann auch sieht, dass da jemand sitzt, der vielleicht Hilfe benötigt. Das hilft den Leuten halt irre, wenn man denen halt vielleicht so ein bisschen was zu trinken oder einen kleinen Snack einfach gibt, ne? Und ja, ich mache das einfach ganz gerne, weil ich bin in Shoppinglaune gewesen offensichtlich. Ich habe mir allerhand gekauft, gehe da mit vollen Tüten wieder raus und dann fühle ich persönlich manchmal mich auch ein bisschen blöd und ja. Dann gebe ich da halt einfach was. Oder was man halt auch ganz easy machen kann, ist, wenn es heiße Tage sind, so wie jetzt im Sommer, Leute, euer Postbote kommt vorbei, bringt euch ein Päckchen, der sieht aus wie, keine Ahnung, hochrote Rübe, bietet ihm oder ihr was zu trinken an oder ein Eis habe ich auch schon angeboten. Ja, ne? Oder im Winter einen Kaffee, was keine Ahnung, ne? Gerade bei uns auf dem Dorf kommen sowieso immer die gleichen Leute, die man mit Vornamen kennt und einfach so ein kleiner Appell, um ein bisschen mehr Liebe ins Leben zu geben, ne? Ihr Lieben, so, das hier wäre mein kleiner, nicht, mein Haul gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr jetzt so am spannendsten fandet und wo ihr vielleicht am meisten auch so die Augenbrauen hochgezogen habt. Ja, ich werde jetzt alles wegräumen dürfen und bin aber auch sehr, sehr erfreut darüber, das ein oder andere mit euch demnächst intensiver zu testen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass ich mal wirklich so ein absolut ausschließliches Parfüm-Video drehe, um da einfach mal so ein paar Neuheiten, Neuzugänge euch zu zeigen. Und ja, dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!